An Letare gehört natürlich Jesu meine Freude hin, aber ist aber nicht in jedem Diözesananhang drin, im evangelischen Wochenlied als sehr geboten. Ich weiß nicht, kennt ihr das Lied? Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Ich habe heute alles so eingerichtet, dass das geht. Dann zeige ich euch jetzt dieses Buch. Das sind die Bachchoräle. Die sollte jeder Kirchenmusiker im Haus haben. Warum sind die Bachchoräle wichtig? Das ist ganz einfach zu beantworten, weil in denen die Choräle der großen Werke drinstehen. Also wenn sozusagen Matthäus-Passion oder Johannes-Passion oder Weihnachtsoratorium oder die ganzen Kantaten, die haben ja alle Choraleinheiten, also einfache Choräle, die eben dann immer so auch die Abschnitte gliedern. Und die alle aus allen Bachwerken sind sozusagen da drin gebündelt. Und das ist natürlich ein Traum, um vor allem Bachchoral zu üben und vor allem auch gut vom Blatt spielen, also gehobenen Choral vom Blatt zu spielen. Also ich habe die auch alle mal durchgespielt. Und die sind ganz simpel alphabetisch geordnet. Und es steht natürlich dann auch drüber, wo das Ganze eben zu finden ist. Und jetzt zum Beispiel hier unter der Nummer 195. 196 stehen dann einfach alle hintereinander, je nachdem, wo sie vorkommen. Zum Beispiel eben 195. Das ist jetzt sozusagen Exkurs. Der einzige Haken ist, dass das also Chorsätze sind, deswegen sind die unter Umständen nicht so leicht zu greifen. Nächster Satz aus der Motette Jesu meine Freude in E-Moll. Zentral ist dann eben, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Anmerkung Johannes Redaktion. Also der Vers 16, der so zentral ist und auch von Schütz zum Beispiel vertont wird, vielleicht kennt ihr das. Die Tonart ist definitiv falsch. D-Moll war definitiv zu tief, ich schätze mal. Na, es wird wahrscheinlich G-Moll oder sowas sein. A-Moll ist es? Oh, okay. Klingt gleich viel besser. Man muss sich ja so vorstellen, Jesus ist tot am Kreuz und da war noch nicht so lustig irgendwie so, ach ist ja klar. Man steht fassungslos vor diesem Kreuz und jetzt muss da irgendwie verdammt nochmal ein Sinn rein. Hier haben wir genau so eine, die eben über das Band der Liebe argumentiert, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sendet, nicht um zu richten, sondern um Zeugnis abzulegen, dass die Welt glaubt. Ja, und dann noch so ein paar Anspielungen auf den Johannesprolog, der sozusagen dann den Rahmen bietet.